Wir sparen, drücken wir mal Spielspeichern. Wir machen jetzt den nächsten Krankenhauswahl. Ein warmes Hallo euch allen an diesem schönen Morgen. Besonders an euch draußen in Fluttering, wo die Renovierung der Brücke zum alten Schloss abgeschlossen ist. Die Behörden haben mitgeteilt, dass man zum Überqueren der Brücke nun keine Fallschirme und Schwimmwesten mehr mit sich führen muss. Ach, es wird einfach nicht mehr dasselbe sein wie früher. Schauen wir mal, hier war doch mal schauen, wie verkorkst das Ding ist. Oh, wunderbar viel Platz. Zimmer. Nee. Objekte. Oh. Wir brauchen als erstes mal eine Aufnahme. So. Sitzen ist einmal ein Broschürenständer, Zimmer, Arztpraxis 1. Personal. Nee, einstellen sowas. Sind wir brauchen einen Assistent. Arbeit ist hier. Einstellen. Irgendwas einstellen. Ach, scheiß drauf. Eigentlich brauchen wir sowieso später Ärzte. So. Tür nervt gerade. Nochmal ganz, ganz komisches Kunst. Dann bauen wir da Apotheke halt. Naja, ich Objekt. In der Apotheke wird ein Krankenpfleger benötigt. Thank you.
stelle ich 7 Mitarbeiter ein. Okay. Rockaway hat das erste Drive-In-Restaurant von McCackalacks eröffnet. Jetzt können Sie unsere extra knusprigen Burger komfortabel von Ihnen. Stelle Hausmeister habe ich noch keinen. Nicht vergessen, bei einer Bestellung von mehr als 10 Kakerlak-Burgern bekommen Sie einen Kakerlak-Burger. Zimmer, was brauchen wir noch? 24 Stunden am Tag. Machen wir Außenraum. Ja, Medikamente nicht so. Upgrade. Da. So, ich sperre hier aber nur das allgemeine Cluster. Schönes müssen wir dann mal so, jetzt brauchen wir noch brauchen wir 2 Sperren in sich. Ich möchte Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, einige Hinweise zu passender Wortwahl geben. Es handelt sich um eine öffentliche Dienstleistung meinerseits, die ich mit keinerlei Mangel an Demut verrichte. Auch würde ich selbige gern auf den Bereich der korrekten Aussprache ausdehnen. So fürchte ich, Ihre unterentwickelten Stimmbänder machen diese Herausforderung zu einer Sisyphus-Arbeit. Wer das Krankenhaus nicht finden kann, wird von uns nicht als Patient erachtet. Ja, ja, wir sind Psychiatrie, wir sind dabei. Zimmer. In der Psychiatrie wird ein
Arzt verlangt. So schnell ist. Ich kann vielleicht noch Krankenpfleger haben. Übersicht. Schon mal verlöst. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich brauche ein Krankenpfleger wird auf der Station benötigt. Krankenpfleger. Heute habe ich nur ein einziges Wort für Sie. Hosen. Man sollte sie immer tragen. Sie schützen vor Sonne und dem Knubbelknie-Syndrom. Beherzigen Sie meine Worte, verehrte Hörerinnen und Hörer. Verliere Geld, das ist nicht gut. Ist zwar. War schon mal noch günstig. Ich finde. Topferei. Einstellung. Zimmer. Machen wir erstmal ins Endlichstückszimmer. Die Spinne haben wir garantiert in der Hand. So, Zimmer. Topferei. Vorne 4. Scheiße gebaut.
Starten wir nochmal neu. Also, Zimmer, nee, Objekte, wir brauchen eine Aufnahme, drehen erstmal den ganzen Scheiß wieder. So. Quasi. Dahin Zimmer, Arztpraxis, klatsch mal hier hin. So, jetzt brauchen wir Arzt. Lizenz was für Ärzte. Beschissenen Arzt. So. Ist es blöd. Fällt mir gerade auf. Beachten Sie mich gar nicht. Ich spreche nur gerne in ein Mikrofon. Nee, da bauen wir dann eine Topferei hin. Das planen wir anders. Zimmer. Die Apotheke. Dahin. In der Apotheke wird ein Krankenpfleger benötigt. Einstellung, aber ist da Einstellung, bettlägerisch. Die stellen wir schon mal ein und bauen jetzt das Zimmer. Was hast du? Ricky Hawthorne. Auf Radio Two Point. Hallo, meine herzallerliebsten Lieblingshörer. Hier ist wieder Ricky Hawthorne. Und gleich gibt's für euch einen Satz heiße Ohren. Und vergesst nicht, damit meine ich nur ein paar gute alte Hits. Also kein Grund zur Panik. Und bitte ruft nicht wieder an, um euch zu beschweren. So wie letztes Mal. Wo ist mein Assi? So. Ja, da kommt er angelatscht. Zimmer, machen wir hier. Oh ja. Einer eine Pause irgendwann mal. Machen wir hier das Pausenzimmer. Kaffeetisch. Das muss reichen. Warst. Was haben wir denn da? Also wir brauchen noch ein Hausmaß. Was zischen wir jetzt aber auf den teuersten, den wir finden? Zimmer, natürlich. Eng wichtig. Hoffen wir zumindest. So. Im Falle eines Brandes rennen Sie um Ihr Leben.
So, machen wir noch die Toilette. Das wird zwar nicht reichen, aber... Platz hab ich denn hier eigentlich dazu? Achso, da kann ich auch noch eine Toilette pflastern. Und ich mache keinen Verlust. Weil... Ah, oh, scheiße. Das Ganze mal mit Getränke und Snack. So. Scheiß drauf, mal. Das tun wir upgraden, das läuft dann. Ah, jetzt. Jetzt geht's langsam nach oben. So, nehmen wir noch die Bank. So, geht aufwärts. Auf. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Bänke. Da brauchen wir scheinbar gar nicht. Haben wir
eigentlich. Ich hoffe, das Tricks bringt da ein bisschen Geld. Ein Hinweis für unsere Patienten. Dies ist ein Arbeitsplatz, kein Abenteuerspielplatz. Wow, ihr werdet es nicht für möglich halten, liebe Hörer. Ein Baum ist gestern Nacht in meinen Wintergarten gekracht. Aber wozu in der Vergangenheit leben? Jetzt ist es eben ein richtiger Garten. Und um das zu feiern, kommt hier ein netter Song für euch. Leisten wir vor uns. Das ist schon weggedrückt. So, da haben wir ein richtig schickes Pausenzimmer. Also. Egal, so. Ein Hausmaß kriegt man noch, denke ich. Achtung, bitte füttern Sie die Geister nicht. Sie sind tot. Vielen Dank. Sie leiden unter Schwindelgefühlen, stehen neben sich und leuchten. Lassen Sie sich noch heute in Ihrem örtlichen Krankenhaus untersuchen. Das ist Radio Two Point. So ein Scheiß.
Achso, ich brauche eine zweite Arztpraxis. In der Apotheke wird ein Krankenpfleger benötigt. Einstellung. Ja, Praxis. Ja, jetzt mach schon Top frei. Ist ja egal, wer dort ist. Was kann ich denn? Okay. Scheiß drauf. Heute wurde ein Bericht veröffentlicht, demzufolge Two Point County über die beste medizinische Abdeckung im ganzen Land verfügt. Und obwohl die Autoren nicht ihre Hand dafür ins Feuer legen möchten, was in den Hilotology Camps vor sich geht, sind sie ziemlich sicher, dass dort alles mit rechten Dingen zugeht. Für mich ist das mehr als ausreichend. Ein Arzt wird in der Topferei benötigt. Arzt. So, auch ein neues Clou. Das, was ich schon gedacht habe. Scheiß Hülle. Ja, ich möchte abbrechen. Zimmer, Toiletten. Instandhaltungsdurchsage. Geister sollten mit dem ihnen gebührenden Respekt eingefangen werden. Jetzt. Egal, jetzt passt noch ein.
scheiß kleinen Dinger. Wir bitten unsere Patienten, uns all ihre Geheimnisse anzuvertrauen. Im Namen der Medizin, versteht sich. Zirkus. Brauchen mehr Prestige. Gut, was brauchen wir denn da noch? Station. Achso, ich bin. Kassi. Oh. Personalbereiche sind für Patienten und Teile des Personals nicht zugänglich. Also, das ist meine Diagnose. In der Psychiatrie wird ein Arzt verlangt. Irgendwo gibt es mit der Psychiatrie bei. Aber erstmal noch eine Psychiatrie. Das geht ja. Psychiatrie. Schenkt eine allgemeine Diagnostik. Gut. Das geht nicht. Anmerkung ans Personal. Seien Sie nicht gestresst. Come on.
Krankenpfleger zur allgemeinen Diagnose, bitte. Das Geld fließt. Nee, das war falsch. Die jährliche Prüfung steht bevor. Irgendwo muss ich die Räder fordern. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Station ist groß. Hier ist Ricky Hawthorne auf Radio 2Point. Könnt ihr euch das vorstellen? Der alte Henry Jobsworth, unser örtlicher Gesundheits- und Sicherheitsinspektor, droht damit, den Bockmistelhof zu schließen. Anscheinend ist der Hof mit Kühen, Schweinen und Hühnern verseucht. Immer weiter so, Henry. Machen wir halt mal. Quatsch mal den Scheiß hier rein.
Bad. Egal, ich mache jetzt auch mal Schluss. Ich muss mir jetzt nämlich erstmal was zu essen machen. Ich hätte mich jetzt noch gar kein Abendbrot. Ich war schon. Und geht das nächste Mal weiter. Was ja gerade so gut. Geniale Durchschwingen. Grippe. Nee, Schnippen. Killerschnippen.